Das sollte bis jetzt alles soweit stimmen. Ihr könnt weg. Ach, dann nehmen wir mal den Weg. Falsch abgebogen. Einmal kurz das alles ins Backpack schmeißen. Die Flinte müssen wir woanders hinpacken. Die Erde nehmen wir mal hier rein. Tolls auch, Stickies auch, die Kisten auch. Kies, 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 Kies. Den packen wir erstmal hier rein. Da war doch richtig. Den Flint packen wir auch da rein. Dann brauche ich erstmal... Steine packen wir auch nochmal hier rein. Genauso wie die Pfeile. Du kommst dahin. Wir haben gar nicht genug Pflasterstein. Muss ich doch nochmal ganz kurz... Da haben wir hinten, hier dürfte nichts für Pflasterstein drin sein. Da ist Kies drin. Ist auch nichts drin. Ist auch nur Kies drin. Habe ich da unten eigentlich schon Pflasterstein reingepackt oder? Haben wir da nichts reingetan? Direkt mal kurz gucken gehen. Pflasterstein war hier. Ah doch, da haben wir noch ein bisschen. Weit werden wir damit aber nicht kommen. Hauen wir mal direkt die Kisten hin, dann bin ich die auch schon mal los. Da waren sie doch. Bis auf eine. Gehen auf, wunderbar. Ja, dann müssen wir uns erstmal mit den paar Pflastersteinen zufrieden geben. Aber ich glaube, in den Öfen sind ja mittlerweile noch Steine drin. Die können wir ja rausholen. Ja, da hatten wir schon welche gebrannt. Der kommt weg. Wenn immer nur stackweise. Dann müssen wir gucken, dass wir die Spitzhacke gleich reparieren können, weil je mehr wir die abnutzen, desto teurer wird die ganze Geschichte ja auch. Mir direkt so viele Öfen aufgebaut, dass man direkt ein Inventar hier komplett reinpacken kann. So, und daraus machen wir dann direkt so Pflasterstein. So, die anderen beiden, die tun wir da. Ach, guck mal. Ach, da haben wir doch noch welche. Hab ich gar nicht mehr dran gedacht. Machen wir direkt auch ein paar Stufen. Machen wir ja auch. Hauen wir jetzt noch die. Dachte ich, hätte was gesehen. Stufen dahin. Hier war's. Neun Level haben wir. Können wir direkt mal kurz gucken, ob wir damit schon was reißen können in puncto Spitzhacke reparieren. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Wir müssen noch jede Menge Kisten machen.
Dafür werden wir noch den Tropenbäume abholzen müssen. Da könnten wir im Prinzip gleich mal eben kurz machen. So. Spitzhacke. Reparieren kostet. Ach, das passt ja, geht ja. Dann machen wir das mal direkt. Die Axt können wir die auch noch reparieren. Jo. Und schon haben wir nichts. Nur noch einen Punkt haben wir noch. Geht die Schaufel? Natürlich. Glück gehabt. Jo. Dann hauen wir uns noch eben die. Ah ne, ist schon 6 Uhr. Minecraft-Zeit. Da können wir ja schon gar nicht mehr ins Bett gehen. Wenn wir jetzt mal wie immer bestimmt Creeper antreffen. Wie das hier immer der Fall ist, stürmen wir nach draußen. Kein Schwein zu sehen. Alle Holz brauchen wir jetzt jede Menge. Wie, was? Nur 2 Stück? Hallo? Muss ich mir gleich noch Setzlinge holen. Sind aber heute geizig. Aber ich habe Angst, hier immer Creeper anzutreffen, ey. Ach, jetzt reichen die Setzlinge. Da müssen wir doch keine mehr holen. Ach, da liegt ja noch einer. Komm her. Bis die gewachsen sind, das dauert ja jetzt eine Zeit. Gehen wir hier rein. Machen wir das direkt. Erstmal zu Holz. Das Holz dann direkt zu Kisten. Haben wir genug? Nein, haben wir natürlich nicht. Aber wir werden das erstmal so aufteilen. So, machen wir so viele Kisten, wie wir machen können. Wunderbar, 58 Stück. Jetzt schmeißen wir hier mit rein. Wenn wir jetzt eben die Kissen setzen. Werde ich vielleicht auch schon meinen Kies später los. Guck, ich werde wohl für Pflasterstein werden wir wohl 3 machen hier. Dann haben wir 9 Kisten für Pflasterstein. Das sollte dann wohl, denke ich mal, reichen. So. Ruckzuck gehen unsere Kisten zur Neige. Das waren so viele. Und da sind sie alle weg. Da werden wir jetzt noch einmal kurz das Getreide abernten. Denn werden wir noch mal unserer Kuhfarm einen Besuch abstatten. Da kriegen wir dann wenigstens auch noch XP her. Ja, ein paar. Na, wie sage ich das? Ins Reich der Träume befördern, sagen wir mal so. Fleisch brauchen wir ja im Prinzip eigentlich nicht. Haben wir ja momentan genug von. Wir brauchen ja die Erfahrungspunkte. Fliegen wir mit. Habe ich immer noch. Das sollte dann aber reichen. Wenn wir dann mal Geronimo hinrennen. Sind von hier aus nicht allzu weit. Da war's.
Sind schon wieder welche draußen. Nö. Alles, was draußen ist, wird leider zuerst dran glauben. Wie bist du jetzt darüber gekommen? Das würde mich interessieren, habe ich jetzt nicht gesehen. Jetzt werden wir euch erstmal füttern. Dann werden wir euch... Ne? Genau. So. Sind ja genug da. Sollten wir eigentlich die ganzen Sticks wegkriegen und jede Menge Erfahrungspunkte. Wir müssen ja auch noch unsere Rüstung weiter verzaubern. Steht ja auch noch auf dem Programm. Ja, ihr kriegt alle was. Keine Panik. Zumindest fast alle. Jede Menge Kühe. Meine Güte, ne? Und schon wieder Level 11, Level 12. Da ist alles weg. Sammeln wir mal eben kurz die Erfahrungspunkte ein. Was hat eigentlich die Uhrzeit? Noch ist es genug. Level 14. Level 15. Wunderbar. So. Dann dezimieren wir das Ganze jetzt mal ein bisschen. Gucken wir, es war auch nur die treffen. Ja, schiebt euch mal hier rein. Wenn man bedenkt, wie das am Anfang schwer ist, sag ich mal, voranzukommen. Erst mit dem Essen, dann ist man fast am Verhungern, bis man die Tiere gefunden hat und einen Schlafplatz hat, und später hat man da eigentlich keine Probleme mehr mit. Jetzt ist das alles gar kein Thema mehr. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt schon habe. Sag mir mit. Ach, guck mal, mein Inventar ist voll. Ach du Kacke, ne? Da habe ich ja gar nicht drauf geachtet. Dann tappen wir mal kurz weg. Dass von das Schwert auch Plünderung mit drauf hat. Können wir gar nicht alles aufsammeln. Nee, nichts verschwenden. Hier liegt auch noch jede Menge. Gut, dass ich da reingeguckt habe. Und das sollte jetzt erstmal reichen. Sind ja noch genug. Ja. Als den Ofen pack. Aber es ist halt aber genug dezimiert worden. Lassen wir jetzt so. Gehen wir wieder zurück. Oder wir könnten vorher natürlich auch einmal ganz kurz in meine alte Behausung gehen.
gut, viel kann ich ja nicht mitnehmen, aber gehen wir mal kurz hin. Vielleicht haben wir noch eine Kleinigkeit, die wir da mitnehmen können aus den Kisten. Hat vorher schon immer hier das Wasser so dunkel? War nicht vorher komplett blau? Ich könnte schwören, das war vorher ganz blau. Naja. Was haben wir denn da noch? Brauche ich nichts von im Moment. Leder könnte ich mitnehmen, obwohl da habe ich jetzt auch genug von. Für Stein. Essen brauche ich im Moment nicht. Brauche ich auch im Moment nicht. Kies haben wir auch noch. Redstone könnte ich mitnehmen. Jetzt werden wir brauchen. Hätte ich nochmal was anderes da. Zusammenschuster. Nein. Nehmen wir Redstone noch mit. So, dann schon ist Inventory voll. Bett haben wir noch hier. Oh, da haben wir auch noch Pflastersteine. Ach, guck mal, das CD, das hat hier eine Truhe gefunden. Da muss ich auch noch mit in den Moorstein. Und die Sitte. Damit wir uns ein Pferd schnappen können. So, jetzt wieder zurück. Dann sortieren wir die Sachen noch schnell ein. Da muss ich rauf. Runtergehen. Das macht nichts. Pferde, ja, brauche ich wie gesagt auch noch. Das Teil kommt auch noch weg. Jedes Mal, wenn ich daran vorbeigehe, denke ich daran. Wenn mein Inventar jetzt nicht voll wäre, hätte ich das auch schon längst abgeholzt. So, Leder war glaube ich hier. Mein Gott, jede Menge Leder. Down. Das rohe Fleisch kommt. Fangen wir einfach hin. Dann packen wir einfach hier rein. Ist ja egal. Ein Stack. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Drin habe. Das packen wir dann nämlich noch mit dabei. Da. Dann ist der Stack nämlich auch komplett. Könnte ich eigentlich direkt da kommen, machen wir das direkt voll. Die packen wir erstmal hier rein. Ich glaube, jetzt haben wir erstmal soweit alles. Da werde ich nämlich jetzt direkt erstmal eine Aufnahmepause wieder einlegen. Gucken, ob ich den Rest des Lagers so weiterbaue, ohne dass ich das aufnehmen werde. Weil den Anfang hat man ja jetzt im Prinzip gesehen. Weil es ist ja dann doch eine Arbeit, die
noch etliche Zeit in Anspruch nehmen wird. Da muss man ja eigentlich nicht die ganze Zeit zusehen, wie einer da die ganze Zeit immer das Gleiche macht. Und dann sehen wir ja dann, ob ich das mit aufzeichnen werde. Gut. Somit beende ich jetzt diese Aufnahme. Und wir machen beim nächsten Mal weiter. Ciao, Leute.